Mein Naturwunder ist die Töpsheide. Komm! Iris Schöndubel gibt die Fahrleine nach und die beiden Haflinger im Brustblattgeschirr setzen die Kutsche mit einem Ruck in Bewegung. Es gibt keine Windschutzscheibe. Die Natur ist bei einer Reisegeschwindigkeit von 5 km/h zum Greifen nah. Viele Gäste sagen, dass es ein Kurzurlaub ist. Sie erholen sich dadurch, dass wir so langsam sind, können sie alles schön beobachten, viele neue Dinge entdecken und einfach entspannen. Nicht nur die Passagiere, auch die Kutscherin auf dem Bock wird immer wieder von unerwarteten Details überrascht. Ich habe zum Beispiel Flechten gesehen, die am Boden wachsen. Becherflechte heißt sie, die so rote Köpfe hat. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Schon ihr Studium hat Iris Schöndube mit Kutschfahren finanziert. Heute hat sie zwei Berufe, Rechtsanwältin und Gästeführerin. Mit Verdeck, Seitenplane und Wolldecken startet sie bei jedem Wetter. Bis zu 4 Stunden dauern die Touren. Wir fahren hier gerade auf die Heidefläche auf dem Töps und hier blüht es noch wunderschön. Das Überwiegende, was hier wächst, ist die Besenheide, aber es wächst auch die Glockenheide, eine Feuchtheide, die schon sehr viel früher geblüht hat. Eine ganze Palette von Lila und Grüntönen. Darüber Wolkengebirge am Himmel. Der Wind streicht sanft durch die Gräser. Kurze Pause am Rand eines angrenzenden Kiefernwaldes. Und halt. Das ist fein. Ich bin auch gerne alleine unterwegs in der Töpsheide und genieße dann die Stille und schalte ein bisschen ab. Lass die Gedanken einfach schweifen und baumeln. Wunderschöne Landschaft, die Weite. Und man fühlt sich ganz anders. Ja, ein Moment, wo man einfach glücklich ist. Bei klarem Wetter reicht der Blick von dieser Hochfläche bei Hahnstedt bis nach Hamburg-Blankenese. Es ist schon ein hoher Punkt, aber der höchste Punkt in der Lüneburger Heide ist nach wie vor der Weseder Berg mit 169,2 Metern. Wir haben hier 109 Meter, ist auch schon eine ganze Menge. Es geht stetig bergauf, wenn wir herkommen, aber es ist eben nicht der höchste Punkt. Dafür einer der ruhigsten und schönsten. Eine Kulturlandschaft, die es ohne den Menschen nicht gegeben hätte und die ohne sein Zutun nicht lange erhalten bliebe. Die Heide wird heute so gepflegt, wie der Heidebauer sie früher bewirtschaftet hat. Die Heide wird abgeplackt, bis auf den Mineralboden samt Humus und Wurzeln abgeschält. Sie wird gemäht. Es gibt wieder den Heidebrand. Und wichtigste Pflegemaßnahme ist die Beweidung durch Heidschnucken. Die Schafe fressen nicht nur die Heide kurz, sodass sie besser blüht. Sie zerstören auch die Spinnweben, die sonst die Bienen töten, die sich verhängen. Aber die Heidschnucken fressen auch das Gras raus und die kleinen Baumsämlinge. Den Scheibenhonig, an den die Bienenzäune in der Töpsheide erinnern, kann man dann nach der Kutschfahrt zusammen mit dem Wachs der Wabe verkosten.